Hallo, wir sind hier in Anoia und ich wollte euch dieses sehr schöne Bauwerk hier zeigen. Das war so üblich, dass sie auf den Bergen, vor allem da, wo es natürlich Schnee und so im Winter gab, da haben sie diese Art Häuschen gebaut. Die heißen Midata, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das waren Zufluchtsorte. Wenn zum Beispiel die Leute, die ihre Schafe hier oben hatten und durch den Schnee nicht mehr ins Dorf zurückkamen, dann konnten sie hier rein. Und so sieht es in etwa aus von innen. Gehen wir mal so ein Stückchen rein. Da sieht man so eine Sitzecke und womöglich wurde auch Feuer angemacht, dass es dann auch ein bisschen beheizt ist. Und das ist unglaublich, wie sie das bauten. Aus Stein, regelrecht so eins auf dem anderen drauf und in dieser rundlichen Form. Das sieht man jetzt hier so außen noch ganz gut. Und oben so eine kleine Kuppel, damit der Schnee, der dann oben liegt, dass der dann so nach unten schmelzen kann. Und mich faszinieren diese Bauwerke immer wieder. Und die sind übrigens auch so Zufluchtsorte für die Tiere. Also Schafe und so, die gingen hier auch rein, wenn es zu kalt war. Drehen wir hier so die Runde. Hier oben sieht man jetzt den Schnee ganz gut. Und hier nochmal die Gegend. Die Gegend von Anoia. Da rutschen sie übrigens den Berg gerade runter mit so Schlitten. Unglaublich schön. Nicht zu vergessen, dass wir hier auf Kreta sind. Und dass es hier in der Gegend auch wirklich jedes Jahr schneit. Das ist hier ganz normal und üblich. Also liebe Grüße vom Mitato hier aus der Gegend von Anoia.